Moin, mein Name ist Stefan 83. Heute schauen wir uns den Fußballmanager 2020 an. Der kostet 55 € und ob der was für euch ist oder nicht, das müsst ihr am Ende selber entscheiden. Ich gebe auf jeden Fall jede Menge technische Details, denn inhaltlich kann ich gar nicht so viel zu Fußball sagen. Naja, das ist eine Kooperation hier mit Koch Media und Sega. Die haben mir den Fußballmanager zugeschickt und gesagt: Du Martin, du machst doch Management-Spiele, mach da mal was zu. Und deswegen kann ich mich auch nur zum Gameplay und zu den technischen Details äußern und nicht inhaltlich zu Fußball. Ja, also bitte tötet mich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Namen falsch ausspreche oder hast du nicht gesehen. Fakt ist, wir erstellen uns unseren Trainer. Und unser Trainer macht Dinge, ne? Nämlich eine Mannschaft leiten. Das heißt, der kümmert sich um Spielerverträge, der kümmert sich darum, dass alle motiviert sind. Der guckt beim Training, erstellt Trainingseinheiten, stellt Taktiken auf. Scoutet die gegnerischen Teams, um zu schauen, ob die eigene Taktik damit übereinstimmt oder ob wir vielleicht andere Taktiken verbessern wollen und so weiter und so fort. Das Ganze kann man sich im Prinzip wie eine Sandbox vorstellen. Das heißt, wir haben unsere Mannschaft und die schmeißen wir rein und dann geben wir halt Parameter ein. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine Aufstellung. Was habe ich hier? 1, 3, 4, 1 oder sowas? Kommt das hin? Nee, das kann nicht stimmen. Müssen ja 11 Leute auf dem Platz sein. Egal, ihr seht es ja on screen. Ne? Und diese Aufstellung habe ich jetzt mir überlegt, mit Hilfe meines Co-Trainers, wo man halt viele Sachen sagen kann: Okay, mach das automatisch. Ich habe da keine Ahnung von. Bitte mach es automatisch. Ich denke mal, wenn man sich da so ein paar Spielwochen reingefuchst hat, dann sieht man da gewisse Pattern, kann sehen, eventuell, was da gut funktioniert, was vielleicht nicht gut funktioniert. Und dann auch selber entsprechend anfangen zu experimentieren. Ich habe es jetzt nur 2 Stunden gespielt und habe es im Prinzip für 2 Trainingsspiele geschafft. Das heißt, da war noch nichts Spielentscheidendes dabei, sozusagen. Das Spiel selber, also nicht die Trainingstage und die Trainingseinheiten und das ganze Management drumherum, die spielen sich praktisch von selber. Das heißt, alles das, was man vorher erarbeitet hat und sich ausbaldowert hat, das kann man hier anwenden. Indem man zum Beispiel sagt: Okay, wir spielen jetzt halt unsere komische Kette, ne, wie wir das uns überlegt haben. Und dann kann man halt noch sagen: Okay, wir spielen jetzt offensiv. Wir möchten vielleicht ausgewogen spielen, um dem Gegner keine Chance zu geben, dass er Tore machen kann. Oder wir spielen eher defensiv, weil wir merken: Oh nee, der Gegner, der ist schon etwas stärker als wir. Und wir müssen halt aufpassen, dass der letztendlich uns hinten nichts reindrückt. Genau, das passiert aber alles von selber. Und hier sei dazu gesagt, ihr könnt euch entweder das gesamte Spiel geben, in Echtzeit sozusagen, oder in fast Echtzeit, das ist es, glaube ich. Oder ihr könnt halt sagen: Okay, ich möchte nur zu den wichtigen Ereignissen skippen. Das soll heißen, wenn eine gelbe Karte passiert, wenn ein Elfmeter passiert, und so weiter und so fort. Also, oder ein Tor fällt letztendlich. Das finde ich ganz gut. Und dieses Anpassen der Taktik on the go, das erinnert mich ein bisschen an Hearts of Iron. Für die Leute, die Grand Strategy-Spiele unter euch mögen, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man in einem Gefecht jeweils die Taktik anpasst, um die Taktik des Gegners zu countern. Und ein ähnliches System gibt es hier. Das finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn ich keine Ahnung von Fußball habe. Diese taktische Tiefe, die da drin ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Verhandeln mit irgendwelchen komischen Talentscouts, Talentmanagern und dass die Spieler halt bei meinem Verein bleiben. Ich meine, okay, natürlich ist das irgendwo realistisch, aber was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind diese Ziele und Strafen in den Verträgen. Also wenn jetzt mehr, also wenn kein Gegentor fällt, dann bekommst du irgendwie 9.000 € Prämie. Okay. Mag so sein. Finde ich jetzt aber. Also, ich denke mal, ein Fußballfan, der dann hier genau das alles austarieren kann und min-maxen kann, der wird da sicherlich Spaß dran haben. Für mich als Casual hätte ich gerne eine Option, wo ich sagen kann: Okay, ich verpflichte diesen Spieler. Der ist halt immer zufrieden mit mir. Und der spielt jetzt auch erstmal so. Bam. Ist im Karrieremodus nicht der Fall. Ne, es gibt ja auch nochmal so einen All-Stars-Modus, wo man dann, glaube ich, nur sein Dreamteam einfach so zusammenstellen kann. Genau, habe ich mich da aber noch nicht eingelesen. Gut, was mir ja auch mega komisch vorkommt, ist, dass diese Spieler eine Grüppchenbildung haben. Das soll heißen, es gibt eine Kerngruppe, es gibt eine Nebengruppe und das sind dann immer so 4, 5, 6 Spieler, die irgendwie untereinander gut miteinander klarkommen, ne, was ja auch cool ist. Ist ja auch ein Mannschaftssport und das soll ja auch irgendwo hervorgehoben werden. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum die manchmal unmotiviert sind oder selbstgefällig werden oder hast du nicht gesehen.
Also, okay, ich kann nachvollziehen, dass ich hier als Gegner, sage ich schon, als Trainer gegensteuern muss. Da würde ich mir aber tatsächlich Gesprächsindikatoren wünschen. Also, das, was ich hier onscreen habe, das hilft mir nicht zu verstehen, wenn ich jetzt leidenschaftlich eine Ansprache halte, dass ich dann auf einmal negative Motivation bekomme bei meinen Spielern. Ich so, hä, warum denn? Ich habe halt Bock auf das Spiel und warum sind die denn jetzt alle demotiviert, nur weil ich Bock auf das Spiel habe und die anspornen möchte? Das finde ich ein bisschen sehr, sehr komisch. Da hätte ich gerne Indikatoren, was das genau ausrichtet, damit ich hier besser minmaxen kann, auch als Laie. Vielleicht gibt es da irgendeinen fundierten Fußballgrund, warum man in diesem Moment keine leidenschaftliche Ansprache halten soll. Aber komm. Ne? Ebenso finde ich das Interviewverhalten manchmal sehr, sehr komisch. Also, wir werden angefragt als Trainer für Interviews. Und dann können wir irgendwie der Sportschau ein Interview geben, dann stellen die uns eine Frage und wir können halt in vier verschiedenen Tonlagen, bestimmt, ruhig, leidenschaftlich und vorsichtig, können wir halt antworten und die verbreiten das. Aber ob das jetzt eine Auswirkung auf irgendwelche Marktwerte hat oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. So viel aber erstmal zum Gameplay. Ne, gucken wir uns ein bisschen so das Technische an. Und der Technische, da muss ich ein bisschen mehr in den Kopf fassen. Was mir auch gefallen ist, es gibt keine Hintergrundmusik. Oder ich bin einfach nur stupid. Das kann auch sein. Aber ich hatte während des gesamten Spiels, in dieser Managementphase, hatte ich keine Hintergrundmusik. Ich hatte keine wirklichen Sounds, die halt abgespielt werden, wenn ich das. Wenn ich in irgendwelche Menüs gehe oder irgendwas bestätige oder ne, also da fehlt mir so ein bisschen Immersion. Dafür im Spiel dann, was im Spiel vorkommt, ist, dass gejubelt wird, wenn die eigene Mannschaft irgendwie irgendwas Cooles macht. Aber was mir halt fehlt, sind so Fangesänge. Also ich meine, klar, okay, man kann jetzt nicht hergehen jeden Fangesang irgendwie aufnehmen, aber ich hätte mir schon so ein bisschen, also so ein, zwei Sachen hätte man da definitiv reinbringen können. Ne? Genau. Das Spiel an sich wirkt ein wenig clunky. Also wenn wir tatsächlich auf dem Platz sind mit den Spielfiguren, Spielern, wie auch immer. Das heißt, der Ball ist natürlich dann, der wird dann auch mal aus 2 Meter Entfernung gekickt, obwohl das Bein gar nicht so lang wäre und den Ball gar nicht berührt oder manchmal sieht das sehr, sehr komisch aus, wenn der Ball übers Tor drüber geht, dass es eigentlich so aussieht, als wäre er drinnen, aber er dann auf einmal hinter dem Tor liegt. Das sind halt so Geschichten, wo man dann technisch sagen könnte, okay, das kann man bestimmt noch ein bisschen besser machen. Und was mir natürlich aufgefallen ist, dass die Charaktermodelle sehr, sehr, ich sag's mal, die sind klein. Natürlich muss man einen Überblick über das Feld haben, das heißt, man muss schon rauszoomen, aber ich hätte mir hier ein paar mehr Detailstufen gewünscht. Ja. Okay, jetzt die Hautfarbe stimmt, aber man kann keine charakteristischen Details erkennen, wo ich sagen würde, okay, ne, das ist jetzt definitiv diese Person. Okay, wahrscheinlich kann man es an der Nummer erkennen, aber wie gesagt, keine Ahnung von Fußball. Deswegen hätte ich mir da vielleicht irgendwas anderes gewünscht, dass man zum Beispiel sagt, okay, der hat jetzt meinetwegen einen roten Iro. Ne, und ja, dann weiß ich, ah ja, der Dude mit dem roten Iro, der ist übelst gut über die Flanke. Dass ich dann sagen kann, okay, los, geh über die Flanke oder was auch immer. Das sind halt so Dinge, die mir aufgefallen sind. Ist es was für 55 Euro? Na, das müsst ihr natürlich wieder selber entscheiden. Technisch würde ich mir da tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Von der Spieltiefe her, was die Statistiken, was das Min-Maxing angeht, ist es sicherlich für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, interessant. Also das möchte ich definitiv so festhalten. Und ich denke auch, dass ihr hier auf jeden Fall auf eure 55 Spielstunden kommt. Also gerade, ich sag mal, wie gesagt, ich habe 2 Testspiele gemacht, bin ungefähr bei 1,5 bis 2 Stunden rausgekommen. Und also inklusive des ganzen Trainings und so weiter und so fort. Wenn man hier vielleicht mal eine Meisterschaft macht oder vielleicht mal die Nationalmannschaft trainieren möchte, darauf, dass man Weltmeister wird oder ähnliches, denke ich schon, dass man hier ordentlich Spielstunden reinstecken kann. Von daher, wenn euch das Thema gefällt, denke ich, ist es ein cooles Spiel. Wie gesagt, das hat hier und da ein paar Flaws, aber ich denke, dass wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dann macht das einem auf jeden Fall nichts aus. Gut, dann wie gesagt, danke nochmal an Koch Media für das Eingehen dieser Review-Copy. Link ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten 5 Minuten Mittwoch. Dann ist schon Weihnachten, ne, Leute? Freut euch drauf. Woo! Feiertage. Entspannt euch.
macht euch keinen Stress, ne? Nicht in der Familie irgendwie ausrasten, das ist uncool. Macht euch eine schöne Zeit und wir sehen uns in einem der Livestreams oder am nächsten 5-Minuten-Mittwoch. Bis dahin sage ich einfach mal, macht's gut, haut rein!